MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Wie geht's weiter? Ich hab's gesehen. Wunderbar. Und hoch. Huch? Ja, hochspringen geht, glaube ich, nicht. So. Wo müssen wir denn jetzt? Okay, ich glaube hier lang. Sieht zumindest schwer danach aus, dass wir hier runter müssen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich weiß nicht, wie wir hier noch runterkommen. Irgendwo müssen wir auf jeden Fall eine Etage tiefer. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Gut, das geht ja noch. Ist ja relativ einfach, darüber zu kommen. Zack, so. So, einmal rum, nochmal rum. Einmal hoch. Einmal rum. Und rutschen. Boah, Leute, hey, das ist wirklich... Hier Nerven pur, ne? Also... Da liegen die Nerven ganz schön mal blanko. Vor allen Dingen in dieser Höhe hier. Ah, Moment. Hier müssen wir runter. Glaube ich. Ja. Okay. Ist nicht der perfekteste Ort dafür. Ich häng fest. Auch geschützt durch einen Helm. Aber egal. Durch K.O. sind sie immer noch nicht geschützt. Wow, 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 wow. So. Abflug durch die Lüftung, hä? Lecco mio. So, mal gucken, ob ich... Oh, kommen wir hier durch? Wunderbar. Das ist nicht gut. Die Brille ist gestört momentan. Okay, dann gehen wir hier halt durch. Wunderbar. Wunderbar. Das war Nummer 1. Was? Da!
Wunderbar. Oh, oh, ja. Das ist natürlich jetzt total super gelaufen. Total uneffektiv, aber hey. Ein Schütze! Mann ausgeht! Der ist total blind, der Typ. Okay. Kein Problem, Leute. Wir haben ja unsere Schlupfwinkel alle. Tut mir leid. Das ist natürlich jetzt irgendwo uncool. Aber... Lecco mio, hä? Das ist aber auch schwer. Das ist gar nicht so einfach. Aber hier ist ein Typ, den wir einfangen müssen. So, den haben wir. Lustigerweise. Wie kriegen wir den jetzt tot? Wo bist du hin? Ja, also die Mission ist sehr tricky, vor allen Dingen. Aber wie ich da durchkomme, weiß ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht. Wunderbar. Wir nutzen jetzt erstmal die ganzen Schächte, die uns zur Verfügung stehen. Mit viel Glück stehen die in Verbindung miteinander. Wie lange steht die Tür schon auf? Nein! Oh Mann! Wie schwer ist das denn bitte? Das ist bestimmt total kinderleicht, aber ich krieg's wieder mal nicht gebacken. Ähm.
Meine Sekundärwaffe ist zwar toll und schön und gut, aber ich vermute, die Flinte ist da irgendwie effektiver, anscheinend aber auch nicht. War aber, ey, der hatte aber einen schnellen Finger, ne? Habt ihr das gesehen gehabt? Zack, zack. Und zack. So, das ist doch schon mal nicht schlecht gelaufen, oder? Somit ist Nummer 1 schon mal ausgeschalten. So, jetzt kommt der Rest. Mann, ey. Es ist aber auch, ehrlich gesagt, wirklich nicht einfach. War leid. Ich wollte ihn zwar gefangen nehmen, aber es tut mir aber leid. So, die Ventilatoren. So, ein Terminal fehlt noch. Wenn wir das jetzt noch ungesehen erreichen. Okay, das ist definitiv der falsche Weg. Komm, 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 komm. Ja, entweder ist das jetzt gerade ein Bug. Hier geht's noch kontrollieren oder so. So, wir haben alle Systeme offline. So, erstmal abhauen. 20 Meter, wohin das auch immer führt hier. Da kommen wir nicht rein. Könnte, würde mir aber persönlich wenig bringen, glaube ich. Ah, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, ich glaube sogar tatsächlich, dass wir hier richtig sind. Jupp, wunderbar. Und das scheint der Zentralserver zu sein. Los geht's. Lüftung stillgelegt. Wow. Sam, Briggs, hier Grimm. Da sind wir wieder. Im Bunker versucht jemand auf das Konto des Verteidigungsministers zuzugreifen. Wenn Sadiq diese Daten bekommt, ihr müsst ihn aufhalten.
Koste es, was es wolle. Na toll. Na super, jetzt spielen wir ihn wieder. Den Rambo überhaupt. Keine Bewegung! Stehen bleiben! Lol. Wieso zirkuliert hier keine Luft mehr? Die Belüftung ist aus. Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Wie sieht es bei den Geiseln aus? So. Wir beide wissen, dass du mir alles verraten wirst. Sie bekommen keinen Zugriff. Sie könnten Amerika vernichten. Einen Weltkrieg beginnen. Aber Kriege interessieren mich überhaupt nicht. Ich will die einzige Waffe, die noch zählt. Informationen. Was? Aber wo drüber? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du hast doch gar nicht die Wahl. Du darfst dir nur aussuchen, wie weh es tut, bevor du tust, was ich sage. Leck mich! Es ist jemand im Bunker. Spezialeinheit. Zuerst den Ringfinger. Nein! 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 Alter Schwede. Du bist wirklich hartnäckig. Wo ist Fischer? Genau hinter dir. Und jetzt werde ich Geisel im War Room? Kleiner Hinweis für dein Team. Für wie dumm hältst du mich? Festhalten. Schade. Aua. Ich war nie ein Freund subdermaler Funkgeräte. Viel zu schmerzhaft. Krass. Ich habe deinen Kollegen, Fischer. Lass uns in Frieden. Und ich lass ihn am Leben. Mitnehmen. Fischer lässt ihn niemals zurück. Geiseln transportbereit machen. Bravo, wir bringen die Geiseln zum Tunnel. Nicht gut. Oh Gott, bitte, helf mir! Was ist nur in dich gefahren? Der verblutet uns und stirbt? Gib mir die Aderpresse. Ach du Scheiße, hä? Der hat die ganze Hand abgehackt. Nimm lieber die andere Hand. Nein, nein, nein! Bitte, hört auf! Er wird aufhören. Wenn du willst, dass er aufhört. Oder er nimmt dir noch diese Finger und deine Zehen. Sogar deine Zähne! Ich gebe euch, was ihr wollt. Ah, Mann. Aber die Methode ist effektiv. Man kann wieso da nichts anderes drüber sagen. Jetzt übertrag die Dateien. Sicher, du hättest Schmerzen ohne Ende. Nein, tun Sie es nicht! Es tut mir so leid. Ich fürchte, du hast das nicht zu Ende gedacht. Doch. Das riskierst du nicht. Wieso auch? Willst du ihn töten? Ja. Das kannst du doch gar nicht. Machen wir es. Tut mir leid. Nein! Boah. Oh, sind wir dazwischen gekommen? Ist aber auch schade. Ah,
Führ uns zu eurem Flugzeug. Helft ihm hoch. Das wird er nicht tun, glaube ich. Ich glaube, der weiß noch nicht mal, wo vorne und hinten gerade ist. Dann soll er uns noch hin und her führen. Das wird nichts. Hier spricht Majid Sadiq, der Anführer der Männer in Bunkeranlage F. Wir kommen mit unseren Geiseln raus. Wir lassen sie gehen, wenn wir freies Geleit erhalten. Jeder Angriff auf uns wird Erschießungen zur Folge haben. Gib ihn mir. Na super. Es wird auf jeden Fall sehr schwer werden. Sehr, sehr schwer. Vorsicht. Da werden Scharfschützen sein, die nur auf einen Fehler von euch warten. Was war das? Ich weiß, du kannst nicht antworten, Sam. Wenn die Denver verlassen, ist alles aus. Halte ihn unbedingt auf. Durchsucht das Flugzeug, sobald wir an Bord sind. Erschießt jeden, den ihr findet. Wunderbar. Nein. Sam, Briggs hat's erwischt. Bin Sadiq okay. Versucht abzuhauen. Oder Sadiq. Du verblutest hier. Bring es zu Ende, Sam. Ach du Scheiße, Mann. Schnappen wir uns diesen Wichser. Scheiße. Grim, Briggs braucht einen Sanitäter. Ich folge Sadiq. Okay. Es ist aus! Nein, das ist gerade erst der Anfang. Ach du Scheiße. Oh oh. Scheiße. Komm schon. Ist aber hier ein Bossfight ohne Ende. Kriegen wir auf jeden Fall, Leute. Er kann nirgendwo hin. Jetzt haben wir'n. Los, Sam. Was? Will er mich verarschen? Ich habe ihn da in den Arm getroffen sogar. Sadiq, komm her. Ich kann nicht schneller laufen. Oh, fuck. Schneller kann ich eh nicht drücken. Aha. Tja. Ein kleiner Wichser. Es ist vorbei. Der Arm ist kaputt, das Bein ist kaputt. Denkst du, das endet mit mir? 12 Nationen stehen hinter den Engineers. Hinter mir! Seid ihr bereit für 12 Kriege? Töte mich! Töte mich! Und diese Nationen werden sich erheben! Töten. Stell mich vor ein Gericht! Dann werde ich jedes verdammte Geheimnis verraten, das ich in Erfahrung gebracht habe! Ich habe längst gewonnen! Es gibt immer eine andere Option. Und jetzt?
glaube, wir haben es geschafft, Leute. Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Ich habe nicht viele Punkte gesammelt. Ich glaube, da mehr Ballerpunkte und so, aber... Unterstand wurde aktualisiert. Oh ja, wurde wirklich aktualisiert. Und wie viel Schuss passen da rein? 20 ins Standardmagazin. Finger vom Abzug, du ballerst noch ein Loch ins Flugzeug. Entspann dich. Hey, Briggs! Was wird das? Meine Knarre? Ja, wieso ist er nicht im Käfig? Freue mich auch, dich zu sehen, Briggs. Er gibt mir nur ein paar Waffeninfos. Gehör fast schon zum Team, was? Glaub das, wenn's dich glücklich macht. Oh, Mann. Willkommen zurück, Briggs. Schön, dich zu sehen, Grim. Was passiert? Sie machen's offiziell. Dass die Vereinigten Staaten eine Operation durchgeführt haben, bei der Majid Sadiq, der Anführer Scheiße. Der Terrororganisation Engineers, getötet wurde. Du bist der erste Tote, mit dem ich rede. Wer bist du? Fangen wir nochmal von vorne an. Wir danken den tapferen Männern und Frauen, deren unermüdlicher Einsatz die Terroristen zur Strecke gebracht hat. Wunderbar. Die Welt wird nie erfahren, was sie taten. Ihre Namen werden in Vergessenheit geraten. Doch die Entbehrungen, die sie auf sich nahmen, werden wir niemals vergessen. Guter Einsatz, Leute. Wir haben es geschafft. Oder nicht? Leute, ich möchte mich herzlich dafür bedanken für die Begleitung in dieses Let's Play. Danke an alle Zuschauer. Endlich bin ich durch. Wir können das nächste Projekt in Angriff nehmen. Splinter Cell Blacklist hat mich keineswegs enttäuscht. Es ist der Hammer. Also Leute, kauft es euch, spielt es online, spielt mit euren Freunden oder weiß der Teufel was. Günstig übrigens unten in der Beschreibung zu erwerben unter meinem Link. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke nochmal und einen schönen Abend, Tag oder sonstiges noch. Heb ab, Sarah, ich bin's. Was ist jetzt los? Oh, okay. Ich warte jetzt immer, bis ich weiß, wer anruft. Es gab eine Schießerei in der Nähe und... Verstehe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bald nach Hause komme. Ist es vorbei? Ist es wirklich vorbei? Geht's dir gut? Und Onkel Vic und... Ach du Scheiße. Wir haben ein paar neue Narben, aber wir leben noch. Oh Gott, schön, das zu hören. Geil. Ich hatte solche Angst, Ed. Alle hatten Angst. Ich hatte auch Angst. Aber verrat's keinem. Wow, ich dreh noch durch. Du meinst es ernst, Ed? Es ist vorbei. Kein Amerika-Staub? Oh, diesmal nicht. Und auch in Zukunft nicht, dafür sorge ich. Auch in Zukunft? Du bleibst bei ihm? Behältst den Job? Du weißt, dass ich es muss. Aber ich komme zurück. Ich komme immer zu dir zurück. Ja. Das weiß ich, Dad. Ich hab dich lieb. Wir sehen uns, wenn du nach Hause kommst. Dankeschön. Bis dann, Leute. Bleibt, wie ihr seid. Und tschüssi, Kowski. Weg. Es geht doch noch weiter. Habe ich was verpasst? Es gibt doch noch eine Mission, Leute. Die hier oben. Nein, das ist ein Häkchen. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Ja, tatsächlich. Hey. Wir sind durch. Und? Geht's wieder zurück nach Langley? Auf keinen Fall. Ich will im Einsatz bleiben. Coole Angelegenheit. Du möchtest das nicht. Natürlich will ich dich dabei haben. Wusste ich doch. Wer soll dich auch sonst aus dem Knast holen, wenn du mal wieder einfährst? Wenigstens habe ich mir keine Kugel eingefangen. Ich würde dich auch dann noch rausholen. Gute Arbeit, Briggs. Wir können von mir aus loslegen. Sag einfach Bescheid. Wunderbar. Okay, Leute. Das war's mit Splinter Cell. Ich möchte mich herzlich nochmal bei allen Zuschauern bedanken. Und wir sehen uns auf